Hallo und willkommen, ich bin's MK3 und wie ihr seht, ist mal wieder ein bisschen Zeit für Hawken und das ist quasi jetzt ein Testvideo. Ein Testvideo für schlimme Dinge, die ich bald vorhabe. Also es hat natürlich alles mit Videos zu tun, nicht wahr? Aber jetzt gehen wir mal hinein. Ich habe eine Sache schon mal rausgefunden, wie man zum Beispiel jetzt, gerade wenn man jetzt einloggt, wie ich jetzt gerade, jetzt einen anderen Mesh hier zum Beispiel mal stehen hat, standardmäßig, um was war es, was ist natürlich was völlig Einfaches. Hier die Liste von den ganzen Macs, die ihr habt. Vorne die ersten sind immer die Test-Drive-Macs und daneben die Teile, die ihr halt besitzt, nicht wahr? Und der Typ, der hier vorne steht, ist der, den ihr immer seht. Das heißt, man wollte, wenn ich jetzt zum Beispiel den Scout unbedingt vorne haben wollte, immer, müsste ich den Scout nach vorne schieben, so mit Drag and Drop. Und schon läuft das. Immer wenn ihr quasi ein Spiel verlasst oder das Spiel einloggt, habt ihr dann immer diesen Kollegen, okay, wir tun wir lieber den Incinerator wieder dahin packen, in diesen Kollegen zum Beispiel dann immer, der euch begrüßt sozusagen, mit seinen kleinen Rundreisen, dran vorbei, oben drüber, unten drunter, links, rechts und vorbei. Wollte ich schon mal gesagt haben, weil mich hat er immer gekekst, dass immer der G2-Assault da steht. Und der ist schön, aber ich will ihn halt nicht ständig sehen. Und jetzt machen wir ein bisschen diese H-Variable hiermit. Gut, gehen wir los. Ich versuche wieder auf die nordamerikanischen Server zu kommen. Mach den Andy-Mode an. Nein, mach ich nicht. Sonst kommen wir wieder auf Team Deathmatch und dann werde ich wahnsinnig weggebuddert. Deswegen versuchen wir noch ein Missile Assault. Oder versuchen wir das Siege probieren? Weißt du, wisst ihr was? Heute ist halt ein spezielles Video. Das wird vielleicht ein bisschen länger. Darf ruhig auch mal werden, weil ich, wie gesagt, ich probiere gerade was aus. Deswegen machen wir ruhig mal Siege. Und wir hoffen, dass wir irgendwo drauf kommen. Im Zweifelsfall überspringe ich gleich die Wartezeit hier. Falls ihr euch wundern sollt, warum hier gleich Bildschirm gleich schwarz wird zwischendurch. Und das muss ich gar nicht, weil das Spiel tatsächlich sofort startet. Ich höre leider überhaupt nichts. Okay, jetzt höre ich was. Ich sollte halbwegs hören, ob ich beschossen werde. Nee, nicht schon wieder Last Echo. Oh, nee. Hoffentlich ist es jetzt nicht wieder im Schnee. Weil das habe ich letztes Mal gesehen. Weil irgendwie haben die Entwickler sich auf die tolle Gedanken gekommen, die neuen. Und haben gesagt, Last Echo, das braucht mehr Schnee. Das ist eine Dschungelkarte, Jungs. Das braucht nicht mehr Schnee. Das braucht vielleicht mal ein Stutzen von Gebüsch und Bäumen. Aber ganz gewiss kein Schnee. Ah, gut. Gehen wir erstmal mit dem Raider los, der muss ja noch Punkte kriegen. Wenn er irgendwann endlich mal hier auf Maximum Level gekommen ist, ein cooles Skin kriegt und natürlich den G2 Assault freischaltet. Deswegen gehe ich hinein und okay, wir müssen nochmal gerade neu starten, die Siege-Karte. Wo ich gerade drauf kam, waren nur noch 300 zu 3000 Punkte. Für die Gegner natürlich. Ich weiß alles mal, das war recht verloren. Und wie gut, dass die Amis sich auf die Schulter klopfen und dann noch sagen, ja, Mann, was waren wir gut. Die haben nicht mal was hingekriegt. Ja, liegt vielleicht daran, weil wir nur 3 waren und die 6. Aber okay. Vor allem ich kam dazu. Das heißt, die waren vorher zu 2. 2 gegen 6? Hallo? Ich weiß ja nicht, was das Auto-Balance in dem Spiel sagt, aber scheinbar ist es kaputt. Meine Fresse. Aber egal. Auf geht's. Ich meine, so was kommt vor. Ich nehme mal, da sind halt ein paar rausgegangen und es ist keiner neuer nachgekommen. Außer mir natürlich. Aber hinfort mit den schlechten Gedanken, auf geht's in die nächste Runde. Hoffentlich sieht's jetzt besser aus. Es ist mal Origin. Origin als Siege-Karte. Warum nicht? Oh, wir haben noch wirklich schon nicht angefangen. Das ist schon mal schön. Server in Los Angeles. Und schon wieder Ungleichgewicht. Vorteil Gegner. Doof. Also wenn der jetzt noch reinkommt, wäre es doof. Weil so hätten wir 3 gegen 3, das würde ich okay nehmen. Alles andere wäre jetzt ein bisschen schlecht. Wir nehmen natürlich wieder einen Raider. Wir fangen mit dem Raider immer an, ja, weil der halt Punkte kriegen soll. Und um mich selber daran zu erinnern, dass er es auch kriegt, fängt der an und dann gucken wir mal, was wir danach nehmen. Wenn das in die Hose geht, was es tut. Definitiv, ach ja, wir können nicht raus. Die Systeme fahren erst hoch. Match beginnt in ein paar Sekunden. Auch schon lange nicht mehr gesehen, diesen Bildschirm hier. Das Beste ist, was Leute schaffen immer, bevor der Kampf beginnt, sich umzubringen, ja, das geht, also beziehungsweise richtig Schaden zu machen, indem sich zum Beispiel er hier gerade mit dem Raketenwerfer einfach ganz dicht hier vorne dran stehen, an der Wand schnuppern an der blauen hier und einfach mal Raketenwerfer die ganze Zeit abfeuern. Oder ich mit meinem Granatwerfer. Kann man nicht gut Schaden voll machen, dass man den Gegner ja hilft mit der Aktion, nicht wahr? Das muss aber nicht sein. Wir gehen jetzt so da rein und hoffentlich gewinnen wir das mal. Yeah. Na, Bärchen. Ich gehe, glaube ich, mal zu. Die gehen alle da hinten rüber. Komm, dann gehe ich lieber mit denen mit. Au. Jetzt aber. Ich bleib mal hier oben stehen. Hatte ich gedacht. Gut, dann spreche ich doch mit runter.
Bleib mal hier oben stehen. Hab ein bisschen Übersicht hier über die ganze Sache. Ja, wenn wir uns aufteilen da hinten, obwohl die Hände hin, der Rest steht von den Kollegen bestimmt da hinten, um da alles abzusaugen, weil unser Teil hier hat auch. Nehmen wir so nicht viel. Was macht unser Heiler? Ich gehe mal hier oben runter, dass das Gefissel unter mir aufhört. Mhm. Ich meine, die haben genauso wenig Sprit da hinten noch drin wie bei uns. Es sei denn, die kommen jetzt zu uns rübergehüppelt und sagen: Hallo, Nachbar, wie sieht's aus? Wir haben 400 zu. Ich mach mich voll, oder? Nee, das macht gar keinen Sinn, fällt mir gerade mal ein. Ne, wir gehen jetzt zurück. Habe ich gerade so entschieden. Und deswegen wird's getan. Wie ich mich gerade so überlegt habe und dachte mir so: Moment mal. Die erste Phase braucht aber gar nicht so viel Energie. Das war völlig überflüssig, jetzt rumzustehen. Ah, wir haben noch was. Ja, okay, jetzt wenn der. Ah, oh, shit. Ich hätte doch vorher gehen müssen, bei 100 hätte ich gehen sollen. Der macht das voll, ne? Der macht das absolut voll. Na, die letzten 50 Punkte, den kriege ich jetzt noch. Super. Dann habe ich 100, womöglich wird abgeschossen und der Gegner hebt es auf. Ne. Gut. Wenn wir Glück haben, sind die nicht ganz bescheuert und gehen erst das Ding in der Mitte zu sichern. Weil das müssen sie sowieso. Aber ich meine, es gibt ja welche, die meinen, sie müssen weiter versuchen, Energie zu kriegen, was völliger Schwachsinn ist. Oh, wir haben Glück, es sind viele Sniper und die stehen hinten rum und hoffen, dass sie was gewinnen. Ups. Shit, daneben gesetzt das Ding. Das war echt schlecht. Er hat mich auch fast getroffen mit dem Kack. Aber mein Schrotgewehr trifft sie trotzdem ganz gut. So, aber kurz warten, Energie. So, perfekt. Wunderbar. Bam. Ja, Scout, das kannst du knicken ab hier der Stelle. Das Ding ist uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich rette mich mal kurz. Wobei, ich muss gar nicht. Wir haben hier einen Rapper hinter mir stehen. Ich werde wieder zu Tode erschreckt von der Symbolik, dass ich eigentlich repariert werde. Weil ich denke, das ist jetzt hier Beschuss. Ne? Das ist kein Beschuss. Das ist natürlich Hilfe. Hilfestellung von unseren Kollegen. Ah, da schießt doch jemand auf uns, oder? Haha, tot. Lol. Yay, Treffer! Treffer mit Feuerball! Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Deren Teil ist schon lange hinüber, wunderbar. Und unser Schiff schießt die ganze Zeit auf deren Station. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da kann man es auch wunderbar sehen, wie unser Schiff hier. Das brennt schon? Ja, natürlich brennt es schon, hat auch nur die Hälfte Energie. Und da schön mit den ganzen Angriffen immer schön auf die Gegnerstation am Schießen. Sieht man fast zwar kaum wegen dem Nebel hier. Scheiß Industriegebiet. Aber da muss man durch. Jetzt gehen wir alle nach vorne, wie der aussieht. Machen wir da alles mal mit. Stellen wir uns jetzt kurz hier hin. Vielleicht will die anderen vorbeilaufen. Dann schießt ich mal fies so eine Salbe in die Seite. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war noch knapper. Jetzt. Fuck, zu spät. Ich schieße so knapp an ihm vorbei, das gibt's nicht. Komm, warten wir, bis unten ist und dann. Boom, Treffer. Sehr schön. Jetzt hat er mich natürlich gesehen. Der hätten womöglich auch. Ich gehe lieber mal weg. Gut, dass ich mich einfach fallen lassen kann, weil ich das Ding reingetan habe. Gehen wir lieber schnell wieder zurück hoch und hauen ein bisschen drauf. Feuerbälle von Omona kegeln und sagen: Hier, nimm mir hin, den. Oh shit, der war jetzt. Gut, dass wir keinen Friendly Fire hier haben. Das wäre echt ein Problem. Hab mal getroffen. Wieder getroffen, mal auf halbe Energie runtergekriegt mit dem Feuerball. Das ist schon mal schön. Das heißt, der kommt jetzt nach vorne, das ist noch schöner. Ah, wir haben indirekt getroffen. Wunderherrlich. Das war nichts. Davon ist Illusion also nur. Hinter uns ist einer. What? Da ist er auch. Oh Mann, das ist nicht wahr, oder? Oh, zum Kotzen. Den will ich mitnehmen. Wo ist er hin? Shit. Egal, wohin ist. Er bringt mich auf jeden Fall um, der andere. Nein, weg. Weg. Doppel weg sozusagen. Oh, Hilfe. Nee, falsche Richtung. Oh, ich will hoch. Shit. Oh, 7 Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Weg. Himmel. 7 Lebenspunkte nochmal. Sackhaars Breite war hier dieser, aber 7 Lebenspunkte. Ich habe noch nie so aggressiv das Dringen rumpiepen gehört. Meine Fresse. Schalt rein hier.
Und da muss ich erstmal retten dann. Aber nee, ich werde eh roh aufgegriffen von dem Ding. Ah, gut. Ah, jetzt hat das Gepiepe auf. Der Bildschirm sieht nicht mehr so aus, ob ich gleich auseinanderfalle. Und ah, besser. Viel besser. Viel besser. Team San Bellings, der meint, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ich durfte auch zu dritt gegen sechs kämpfen. Warte mal, wie viel sieht es bei uns denn jetzt eigentlich aus? Ah, zwei Vorteile. Hm, unfair, unfair. Ah, wie schlecht. Hm, unschön, unschön. Ah, wisst ihr was? Nachdem ich eben so absolut abgekrebst bin in einem Kampf, muss ich sagen, scheiß da rum drauf. Oh ne, das ist eine Illusion wieder nur. Ach, shit, Dreck. Eine Illusion, die hat mich verarscht, Illusion. Na gut, nehmen wir erstmal das Sprithebnis mit. Nehmen wir den mal mit. Gucken, bis wohin brauchen wir die eigentlich? Brauchen wir gar nicht so viel, ne? 100. Hey, ich gebe die 100 mal abgeben. Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Nehme ich die 100 mal. Ach, shit. Jetzt habe ich das Ding wirklich noch verpeilt. Das ist ja schlimm heute. Ich habe heute die Animation gar nicht gesehen, dass ich hochgeschmissen worden bin. Da war einfach oben. Oh, nicht schlecht. Ist doch ein bisschen laggy, das Ganze. Gas gibt Gas. Läuft. War jetzt ein bisschen verschwendet, die eine Geschichte gerade. Aber egal, ich will die 100 Sprit unbedingt abgeben. Ich will was abgeben. Mit den Worten, ich war dabei. 31 XP. Ja, ist okay. Ist jetzt nichts super Tolles, aber wenn jetzt irgendeiner noch abgibt, haben wir unser Schiff am Start. Und ich gehe jetzt schon mal vorne hin und stehe im Weg. Bevor deren Teil auftaucht. Ja, komm. Fuck. Ach, scheiße. Aber der ist auf jeden Fall noch down gegangen. Wunderbar. Jetzt, wo ist der andere überhaupt? Ich gehe jetzt mal Deckung. Ich gehe jetzt mal in Deckung hier. Einfach mal in Deckung stehen. Wobei es nicht Deckung ist. Junge, du sollst dich mal wirklich so hinterstellen. Nicht hier so halb. Wenn jetzt der Scharfschütze auftaucht, Junge, da kriegst du einen rein. Da gibt's ja gar nicht. Okay, wir stellen uns immer schnell nach vorne, damit wir hier was zurückhauen können von denen. Warum steht er da vorne? Was ist da los? Was ist da los? Was passiert hier eigentlich? 5 zu 0. Das sieht gut aus. Sollte nicht im Weg stehen. Nicht im Weg stehen, ganz wichtig. Nicht im Weg stehen, nicht im Weg stehen, nicht im Weg stehen. Egal, was ich mache, ich will nicht im Weg stehen. Ich will nicht im Weg stehen. Nochmal, ich will nicht im Weg stehen. Hier war eine scheiße Idee. Hier die Ecke wollen wir nicht haben. Deren Schiff geht hoch. Schießen wir mal indirekt da hinten hin. Treffe ich jemanden? Nein, wahrscheinlich nicht. Nochmal indirekt schießen. Oh, da habe ich jemanden getroffen. Ich habe jemanden gekillt. Oh, schön. Schöne Scheiße. Schönes Ding. Schönes Ding. Ah, jetzt geht er natürlich weg. Nein, das trifft dich. Aber schön, dass der wirklich dahinter stand und ich dann direkt ihn so geklatscht habe. Meine Fresse. Das ist doch mal schön, oder? Einen hinter der Wand gekillt. Das ist doch wunderbar. Nee, das läuft nicht. Da sieht man auch wieder, wie groß die Explosion ist von dem Schuss, wenn man sie so anguckt. Ach, da bist du schon wieder. Na Junge, alles klar. Ah, der hat jetzt selber daneben. Was ist das Wort? Dann gehen wir ein bisschen rückwärts und warten mal ab, bis wir nicht überwitzt sind. Irgendwie ist auch jemand hier, oder? Ja, da. Warum? Treffer? Ein paar Sekunden warten. Boom. Nicht getroffen. Da ist er. Ja, wir tun ein bisschen drauf schießen. Wir machen jetzt ein bisschen einer Vorsicht. Vorsicht, das ist Mutter der Porzellankiste heute. Wollen wir nicht abkrebsen noch. Vor allem, wenn ich jetzt wieder hochgehalten werde. Wunderbar. Ich kann auch runterspringen und den mit den Kaschen. Wenn er noch da ist. Oder auch nicht. Ja, bleiben wir hier. Bleiben wir erstmal hier. Sind wir ein bisschen vorsichtig hier. Und machen ein bisschen strategischer. Ein bisschen strategischer. Wir haben ja auch einen Heiler dabei. Wir sollten hier nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Wobei es schon wahnsinnig gut für uns aussieht. Das Einzige, was ich natürlich machen könnte, ist den richtig auf den Sack gehen, indem ich jetzt hochspringe und womöglich den ins Gesicht schlage. Wenn die hier vorne so stehen und versuchen gerade, deren Teil zu sichern. Da werde ich gerade gekillt. Ich hab's versucht.
Und ich wurde auch bei Basisverteidigung gekillt. Ich sollte vielleicht nicht da hochspringen. Wobei, ich habe das noch nie gemacht, deswegen, mal ernsthaft. Ich habe es wirklich noch nie versucht, da hochzuspringen gegen die Basis, weil meistens alles voll steht. Jetzt habe ich denen, glaube ich, gerade was geschenkt. Kann das sein? Energie oder so? Wahrscheinlich. Aber nicht viel. Und im Ernst, so wie es modern aussieht, ist es fast egal. So, mal kurz Nase geputzt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einen anderen. Jetzt reicht es mit ihm. Wollen wir Incinerator auspacken? Warum? Nee, wisst ihr was? Wir nehmen Sharpshooter. Wir snipern heute ein bisschen. Genau, mach das mal, Junge. Mach das mal klar. Ich stelle mich quasi, weil deren Typen stehen auch immer hinten, dann versuche ich einfach unsere zu schützen, indem ich deren auf den Sack gehe mit Scharfschützenbeschuss. Und schon geht deren Scharfschütze erstmal weg. Gute Idee, Junge. Hau mal ab. Genau, bleib mal stehen, das ist eine gute Idee. Der weiß gar nicht, wo der herkommt, so. Hä? Hat? Wo? Wie Beschuss? Was ist da denn hier? Soll vielleicht aufhören, weil der Typ da vorne ist völliger Vollhorst. Der will nämlich scheinbar da unten stehen bleiben und nichts tun. Ich geh jetzt einfach mal hier runter und sammle Energie auf. Das wird eine gute Idee. Das wird eine gute Idee. Solange ich mich jetzt nicht kill, ich muss mich daran wieder erinnern, dass ich eigentlich überhaupt keine Power hier am Start habe. Mit schnell weg düsen. Enemy sighted, das heißt, man kommt gerade alle. Und ich gehe lieber weg. Wir nehmen die 117 Energie und hauen einfach ab. Weil die 117 Energie brauchen wir schon gar nicht mehr, sehe ich gerade, weil viel zu viele von uns das schon komplett abgegeben haben. Oh ne, wirklich. Müssen wir wirklich nichts mehr abgeben? 30? Okay, gib du sie ab. Ich gehe hier vorne an hin. Ja, behalte ich ja die 117 Energie. Nein. Ne, und so. Also, ne. Stehe ich mich halt hier hin und snapper wieder drauf. Wenn ich jemanden sehe. Nee, 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 Junge. Du schießt keine Rakete auf mich. Das geht mal nicht. Ich meine, das geht schon, aber ich meine, sonst halt nicht. Ah, ich zoome mal besser nicht rein. Ich kann ja auch so mit den Waffen schießen. Die werden nicht unbedingt zielgenauer. Oh, da unten steht aber einer. Oh, ah, war ich im Ruckeln. Okay, ich bleib doch wieder rausgezoomt, damit ich einfach drauf schießen kann. Weil gerade wo ich reingezoomt bin, da habe ich so viel sozusagen Speed gekriegt mit der Maus. Ich dachte so, schlechte Idee. Oder unten war einer gerade langgelaufen. Kriege ich den von hier oben vielleicht noch? Wenn er hinten hochjumpen will irgendwo. Vielleicht da so. Sehe ich ihn? Nope, schauen wir nicht. Das war ja ein Schuss in den Ofen hier. Oh, ich muss mit einem Knall, glaube ich, bei dem Ding sogar reinzoomen, dass ich überhaupt treffen kann. Yeah! Bäum! Hat zwar ein bisschen spät, aber hat geklappt. Okay, da ist er gerade abgehauen. Da kann ich komisch nicht mehr hin. Und wen erwischen wir noch? Schon ein bisschen hier rumlaufen hier. Dass ich gleich auch ausweichen kann, falls eine Rakete kommt. Yep, läuft. Läuft, läuft. Gut. Ach, das Ausweichen immer. Das verpenne ich jedes Mal hier. Auch jetzt gerade als Sniper hier. Das ist schlimm. Ah, der Infiltrator, der wäre nice zu erwischen. Wenn ich mal vor mich kriege. Schießt aber jemand wie bescheuert auf mich. Ja, damit bist du tot. Du wolltest ja unbedingt stehen bleiben und denken, du könntest mehr Schaden im Fernkampf machen als ich. Das war ein Fehler. Und, wen kriegen wir noch? Da hinten ist noch einer. Oh shit, da war ein bisschen Beschuss, aber das glaube ich kann mir egal sein. Ich glaube, ich rette mich noch. Dekadent, wie wir sind, retten wir uns einfach mal. Da hat er aber gerade ein Kill geklaut sich. Wollen wir mal ein Special reinhauen. Max Damage und... Batsch tot. So ein Pech. Zwei Sniper auf mich am Schießen. Die kriegen mich nicht tot. Was ist denn da los? Schön mal raufreppen. Leider sind unsere momentan auf uns schießen. Haben sie was anderes zu tun, wie es aussieht. Und Endfoto. Yay! Und wir haben Daily Win abgezogen. 3000. Ich fühle mich auch keineswegs schuldig. Nein, überhaupt nicht. Wir sind volle... Nein, Dritter. Also Dritter von hinten. So heißt, wir sind jetzt Vierter, Fragezeichen. Ja, wir sind wieder Vierter geworden. Ja gut, es kommt davon, wenn er als Sniper rum daneben schießt. Kommt vor, kommt vor. Okay, das... Ja, Fuß die. Was schießen die Idioten nach dem Schiff? Na,
Nein. Natürlich der meisten Punkte. Nee, der Raider hat richtig mal was abgezockt hier am Punkt. Das ist mal wunderbar. Das läuft. Endlich hat er was gerissen. Ich muss hier öfter mal Siege spielen mit dem Raider, glaube ich, langsam. Doch. Das war jetzt natürlich gerade ein bisschen unfair und Fuddel, aber meinem Ernst, so unfair und Fuddel habe ich den. Nee, viel unfairer und noch viel beschissener haben wir den Kampf vorher. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ne? Scheiße. Aber ist auch egal. Ich meine, ich bin eh jetzt weit hinten gewesen. Wir haben zwischendurch gesehen, ich habe irgendwas mit 4 Kills, so. Den entscheidenden Schuss mal gemacht, so, du bist tot. Aber was soll's, was soll's? So, mal gucken. Mal gucken, wie er nach dem Video wird. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ich hab was vor. Nicht ein Anschlag auf euch, aber ein Anschlag auf meinen Rechner. Ich will gucken, wie kolossal das danach aussehen wird, ob es kolossal aussehen wird und vor allem, wie lange ich brauche, das hochzuladen. Und dann werden wir sehen, wie es demnächst alles aussehen wird. Aber dazu, glaube ich, am Freitag ein bisschen mehr. Da werde ich dann womöglich noch ein Video extra mal auch zu dem ganzen Thema machen. Aber ja, ich sage schon mal bis dann. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst wieder, wenn es ein bisschen heiß talken oder irgendwas anderes, was auch immer ihr möchtet. Bis dann. Ciao.